kiss your left side. I kiss your right side. I kiss your front side. I kiss your back side. Ich küsse alles. Was an dir schön ist. Ich küss nur dich. Ich küsse alles, was an dir schön ist. Ich küsse nur dich. Je t'aime, amour. Room Service, Ihre Bestellung. Vergessen. Wenn Sie mir hier bitte unterschreiben würden. Aufgetragen, ihn um 15 Uhr anzurufen. Er hat das Zimmer bis Nachmittag verlängert. Herr Donat, es ist 15 Uhr. Sie reisen ab. Ja? Ich mache Ihnen die Rechnung fertig. Agnes, ich muss jetzt aber wirklich los. Ich muss zurück nach München. Ich muss mich um mein Geschäft kümmern. Du kannst mich doch jetzt nicht einfach alleine lassen. Komm mit. Zieh dich an. Ich fahre dich zu dir nach Hause. Du packst deinen Koffer. Ingo. Da glaubst du, ich will dich verlieren? Vor einer Woche bin ich hierher gekommen. Du weißt, warum. Du weißt, was in dieser Woche mit uns passiert ist. Komm mit. Du meinst, ich soll alles stehen und liegen lassen? Naja, warum nicht? Was hast du hier verloren? Nichts, gar nichts. Die Tage, die wir zusammen waren, die haben doch alles verändert. Mein Leben und dein Leben. Oder dein etwa nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, ohne dich zu sein. Ist er zu Hause? Nein, im Büro. Er ist ganz sicher im Büro. Dankeschön. Danke sehr. Gute Reise. Ja. Danke. Nur Mut. Ihn anrufen. Du musst es ihm sagen. Ich werde ihm einen Brief schreiben und auf den Tisch legen. Nein, ich glaube, das ist nicht richtig. Sagen musst du es ihm. Ganz offen. Sag ihm, was zwischen uns ist. Und dass da nichts mehr zu ändern ist. Ruf ihn an. Grosser, Kriminalkommissariat 3. Ja, Herr Heckel. Herr Grosser, kann ich meinen Mann sprechen? Ja, Frau Heckel, tut mir leid, der ist im Augenblick nicht im Zimmer. Moment mal, er kommt gerade. Ihre Frau ist im Apparat. Ah. Agnes? Ich rufe dich an, Alfred, weil... Ist Grosser noch im Zimmer? Ja. Kannst du ihn bitte rausschicken? Warum? Bitte. Herr Grosser, gehen Sie bitte mal einen Moment raus. Ja, klar. Mach ich.
Agnes. Wollte ich gerade rausschicken. Ich muss etwas sagen, Alfred. Ich habe gerade meine Sachen gepackt. Ich wollte dir sagen, dass ich dich verlasse. Ich gehe weg von dir. Ich gehe nach München. Ich werde dir einen Brief schreiben und versuchen, dir alles zu erklären. Wo bist du jetzt? Zu Hause. Dann warte auf mich, ich komme sofort. Nein, Alfred, bitte! Großer! Großer! Herr Kommissar? Ich fahre einen Moment weg. Alles in Ordnung, Herr Kommissar? Ja, ja. Er kommt her. Ich will ihn nicht sehen, ich kann es nicht, ich kann es ihm nicht erklären. Ich meine, wir sollten nicht davonlaufen. Wir müssen das durchstehen. Ich bin doch bei dir. Geh jetzt in den Wagen und warte draußen auf dich. Ich bringe die Koffer raus. Willst du nach München? Was soll das, Agnes? Seit ich von der Dienstreise zurück bin, bist du wie verwandelt, einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Es muss doch einen Grund geben. Es ist ein Mann. Du kannst es mir doch sagen, Agnes. Du musst es mir sagen. Ja, ich habe jemanden kennengelernt. Ich habe mich total verliebt. Ich liebe diesen Mann und ich werde mit ihm nach München gehen. Es tut mir leid. Aber ich kann nicht anders. Ich weiß auch nicht, aber ich kann einfach nicht anders. Wer ist dieser Mann? Kenne ich ihn. Guten Tag, Herr Eckel. Sprichst du von diesem Mann? Ich selber habe Ihre Frau gebeten, Sie anzurufen und auf Sie zu warten, damit wir in aller Offenheit darüber reden können. Sprichst du von diesem Mann? Ich weiß, was du sagen willst, aber ich liebe ihn und ich werde mit ihm gehen. Weißt du, wer dieser Mann ist? Ich weiß es. Das kannst du nicht wissen. Das ist ein Mann, den ich für 3 Jahre ins Gefängnis gebracht habe. Er hat es mir selbst gesagt. Seit wann sind Sie raus? Seit einem halben Jahr. Und wo leben Sie jetzt? In München. Ich habe dort Fuß gefasst. Geht mir gut. Was wollen Sie von meiner Frau? Wo haben Sie sich kennengelernt? Agnes, was hat das zu bedeuten? Wenn ich es erklären darf. Ich war in Augsburg, rein geschäftlich. Und da erinnerte ich mich an Sie, an den Mann, mit dem ich seinerzeit zu tun hatte. Ich wollte ganz einfach nochmal mit Ihnen reden, über meinen Fall. Tja, und auch darüber, dass ich ungerecht behandelt wurde. Ich traf Sie nicht an, dafür aber Ihre Frau. Wir wollen uns nicht mehr trennen. Ja, bist du wahnsinnig! Dieser Mann ist ein Verbrecher, er wird es immer bleiben! Du kannst diesen Mann nicht lieben! Komm zu dir, Agnes, um Himmels Willen, komm zu dir! Agnes, bitte! Du tust mir weh! Jetzt kommen Sie mal zu sich. Wir haben getan, was wir tun konnten, fairerweise tun konnten. Aber du siehst ja, wir müssen abwarten, bis er zur Ruhe gekommen ist. Komm. Du in München? Ist es eine Dienstreise oder hast du Urlaub? Nein, ich bin nach München gekommen, um mit dir zu reden. Ach so, habt ihr euch schon bekannt gemacht? Ja, ja, Kollegen unter sich. Ja, ja, wir waren früher sehr oft zusammen, weißt du, in Kursen, in Lehrgängen und sag mal, möchtest du was trinken, dann gehen wir besser in die Kantine. Nein, danke. Stefan, ich brauche deine Hilfe, deinen Rat. Aha. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, gut, warte mal. Na, komm, setz dich doch erstmal. Also, was ist los? Es ist eine private Sache. Soll ich rausgehen? Nein. Bleiben Sie noch. Stefan, meine Frau hat mich verlassen, von heute auf morgen.
Ein alltäglicher Fall, könntest du sagen, aber es ist kein alltäglicher Fall. Sie hat einen Mann kennengelernt, lieben gelernt, wie man so schön sagt, und ist mit ihm von heute auf morgen nach München, um hier mit ihm zusammenzuleben. Stefan, ich hatte vor 3 Jahren mit ihm zu tun. Dieser Mann ist ein Verbrecher. Ein gewisser Ingo Donat hatte damals in Augsburg eine Bar, war verwickelt in Straffälle, Rauschgift, Betrug, Beihilfe zur Prostitution. Ich leitete damals die Ermittlungen, überführte ihn, der Mann kam für 3 Jahre ins Gefängnis. Ich werde den Blick nie vergessen. Den Blick, den er mir zuwarf, als dieses Urteil verlesen wurde. Er sah mich an, hasserfüllt, und ich wusste, das ist mein Feind. Auf Lebenszeit mein Feind. Der Mann wurde entlassen und tauchte in Augsburg auf. Wollte angeblich mich sprechen, traf mich aber nicht an, was Absicht war, reine Absicht. 4 Tage auf Dienstreise. Er traf meine Frau an, machte sich bekannt mit ihr. In einer Woche hatte er sie soweit. Sie war ihm verfallen. Es gibt kein besseres Wort, Stefan. Sie packte ihren Koffer und verschwand mit ihm hierher nach München. Und du meinst, das Ganze, das ist so eine Art Rache an dir? Natürlich ist es das! Stefan, was mache ich? Sag mal, besteht da nicht die Möglichkeit, dass du dich irrst? Vielleicht, ich meine, vielleicht siehst du das Ganze falsch. Begreifst du denn nicht? Mich will der Mann treffen, mich, nur mich! Gib mir einen Rat. Jetzt, Ralf, das weißt du genauso gut wie ich. Wenn er keine Gewalt angewendet hat, dann haben wir gar keine Handhabe gegen ihn. Keine? Keine. Keine? Stefan, könntest du nicht mit meiner Frau sprechen? Ihr begreifbar machen, in was sie sich da eingelassen hat. Der Mann wird sie vernichten, vernichten! Sag ihr das. Wenn sie es mir nicht glaubt. Vielleicht glaubt es dir. Ich habe oft von dir gesprochen. Na, erst von mir gesprochen, na gut, aber ich kenne doch deine Frau nicht. Nein, 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 Alfred, das ist schon in Ordnung. Ich spreche mit ihr. Fährst du gleich wieder nach Augsburg zurück? Nein, nein, ich habe mich im Amt beurlauben lassen. Ja, und wo finden wir deine Frau? Ich habe alles genau aufgeschrieben. Der Mann hat eine Bar und seine Wohnung ist über der Bar leicht zu finden. Ich habe mich da schon umgesehen, natürlich. Warum? Warum? Warum hast du dich da umgesehen? Ich musste mich da orientieren. Ich war auch in der Bar. Donat hat mich gesehen. Wieso gehen Sie da hin? Ich kann auch der Konfrontation nicht ausweichen. Darum geht es doch. Er oder ich. Stefan. Bitte. Sprich mit meiner Frau. Sicher, das ist schrecklich für ihn. Aber es muss ja nicht gleich ein Racheakt sein. Seine Frau ist mit einem anderen durchgebrannt. Und zufälligerweise mit jemand, der keinen guten Leumund hat. Das kommt eben vor. Aber vielleicht liebt sie Männer, die keinen guten Leumund haben. Es ist offen. Schauen wir mal rein. Hier ist jetzt geschlossen. Aha, gibt's also nichts bei Ihnen zu trinken? Abends sehr gerne, da kriegen Sie, was Sie wollen und so viel Sie wollen. Oder wollten Sie zum Chef? Ja, das heißt natürlich, wenn der Chef Donat heißt. So heißt er. Gut. Warten Sie mal. Ja,
Willkommen, Herr. Sie wollen mich sprechen? Ja, guten Tag. Mein Name ist Derek. Derek? Sind Sie Kriminalbeamter? Richtig. Ha, da kenne ich Sie. Mordkommission, nicht wahr? Mordkommission, ja. Ja, da sind Sie sicherlich nicht dienstlich hier. Nein, das bin ich sicher nicht. Das hat einen privaten Grund. Schauen Sie, ein Freund von mir. Er ist eigentlich kein Freund, ist mehr ein Kollege. Ein Kriminalkommissar aus Augsburg. Der hat mich gebeten, mich mal mit Ihnen zu machen. Na ja, Sie meinen einen Heckel. Heckel, ja. Wissen Sie, dass der Mann mir ungeheuer leid tut? Seit 3 Tagen sitzt er hier im Lokal rum, aber seine Frau, um die geht's doch. Genau, um die geht's. Sie will mit ihrem Mann nicht sprechen. Ich habe ihm gesagt, geh zu. Und ich habe es ihr gesagt, geh zu ihm. Rede mit ihm. Erklär ihm, dass du die Beziehung zu ihm gelöst hast, aber. Mein Gott, sowas kommt vor im Leben. Natürlich. Oder? Oder? Wie sehen Sie das? Ich sehe das genauso. Sagen Sie eine Frage. Kann ich mal mit Frau Heckel sprechen? Ja, selbstverständlich. Vielleicht können Sie sie überzeugen. Bitte, ich bringe Sie rauf. Sie ist oben in der Wohnung. Wollen Sie beide mit ihr reden? Nein, das mache ich allein. Mein Kollege darf doch hier auf mich warten. Ja, aber selbstverständlich. Bello, wir haben einen Gast. Bitte, kommen Sie. Ja, ich habe von Ihnen gehört. Mein Mann sollte mich in Ruhe lassen. Ich habe ihm gesagt, was geschehen ist, dass ich mich von ihm trennen will. Das ist mein freier Wille. Bitte sagen Sie ihm, dass es mir sehr leid tut. Und er soll mich nicht länger quälen. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich nicht rückgängig machen werde. Kann ich mal mit Frau Heckel allein sprechen? Ja, selbstverständlich. Nein, Ingo, bitte bleib. Agnes. Frau Heckel, wissen Sie, wer der Mann ist? Ja, er hat es mir selbst gesagt. Mhm. Ich weiß von seinen Vorstrafen, wenn Sie das meinen. Mann Gottes, das ist die Schwanensee. Wie will kein Mensch in Schönheit sterben? Also Sex, Sex und nochmal Sex. Sonst gar nichts, ja? Also, nochmal von vorne. Und etwas geiler, bitte, meine Dame. Ich liebe ihn. Bitte sagen Sie meinem Mann, er soll nach Hause fahren. Ingo? Ich hoffe, Sie sind beruhigt. Es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Oder? Was stellt der Mann sich vor? Er stellt sich vor, dass Sie ihm seine Frau weggenommen haben, und zwar mit der vollen Absicht, um es ihm heimzuzahlen. Ich bin wirklich ungerecht behandelt worden und ich gebe zu, dass ich nicht sein Freund bin, aber sagen Sie ihm, in diesem Fall irrt er sich. Du sag mal, ist das ein Puff hier? Wenn Sie mich fragen, die ganze Welt ist einer. Oder? Sie werden sehen, ist ein toller Laden hier. Ja, wir werden sicher noch mal vorbeikommen. Tja, meine Herren. Ach so, ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und? Was sagt sie? Dass sie nicht zu ihrem Mann zurück will. Muss er sich eben damit abfinden? Ja, der Heckel dreht durch, wenn er erfährt, dass Donat seine Frau fertig machen will. Und dass er das will, darüber bin ich mir klar. Ja.
Weißt du, was ich glaube? Die brauchen Nachhilfe. Was ist denn los mit euch? Ich habe für euch bezahlt. Ihr müsst zeigen, dass euer Geld wert seid. Fehlinvestitionen. Kann ich mir nicht leisten. Nur Mut. Guck mal, wird schon werden. Sie will also bei ihm bleiben? Ja. Bitte. Das hat sie dir gesagt? Ja. Und du warst allein mit ihr? Alfred, ich war allein mit ihr. Zwar in seiner Wohnung, aber sie war nicht betrunken und sie stand nicht unter Drogen. Sie ist ihm hörig. Er hat sie sexuell abhängig gemacht. Den Eindruck hatte ich auch. Und das ist wie nur Mittel zum Zweck. Er will sie zur Nutte machen, sie auf den Strich schicken, sie kaputt machen. Um mich zu demütigen. Kann man sie da nicht mit Gewalt rausholen? Wie? Mit Gewalt? Was weiß ich? Mit einem Gerichtsbeschluss. Oder einem Attest, dass sie nicht bei Verstand ist. Ich weiß, ich weiß. Sie ist dem Mann hörig, nicht wahr? Warum kannst du nicht warten, bis deine Frau zur Vernunft gekommen ist? Naja, bis sie von selbst erkennt, dass dieser Kerl ein Mistkerl ist. Und dass sie sich in einer absurden Situation befindet. Ich soll also nach Hause fahren, mich an meinen Schreibtisch setzen und so tun, als sei nichts geschehen? Das kann ich nicht. Ich bleib hier. Besten Dank, Stefan, dass du mir geholfen hast. Servus. Und hier, alle. Sag mal, ich meine, kann man ihm nicht doch trotzdem irgendwie helfen? Ich sehe da keine Möglichkeit. Wetten, dass der heute Abend wieder in diesen Laden marschiert? Ich hoffe, dass Sie keinen Grund zum Klagen haben. Sie werden gut bedient. Soll ich eine Dame an Ihren Tisch bitten? Agnes, bist du da, Agnes? Ich höre dich doch. Da ist doch jemand. Agnes, mach auf. Agnes, mach die Tür auf. Agnes, ich trete die Tür ein. Agnes, Agnes. Machen Sie Ausflüge? Geben Sie mir die Möglichkeit, mit meiner Frau zu sprechen. Ich bitte Sie darum. 10 Minuten. 5 Minuten. Sie sind ja nicht wiederzuerkennen. Sie bitten mich. Ich bitte Sie darum, dass ich ein paar Worte mit meiner Frau wechseln kann. Gut, ich werde es sagen. Ja, Sie haben uns eingeladen, jetzt sind wir da. Worüber ich mich sehr freue. Falls Sie Ihren Kollegen suchen, der sitzt da drüben. Aha. Sagen Sie mal, der Mann ist doch Kriminalkommissar. Ja. Tüchtiger dazu, wenn ich mich recht erinnere. Ja, doch.
Muss der nicht nach Augsburg zurück? Ja, er hat sie Ferien genommen. Ah, die ja. Er hier verbringen will? Hier, in meinem Lokal? Naja, ist ja auch sehr schön hier. Bitte sehr, meine Herren. Bleibst du an der Bar? Mhm. Ah, da sind sie ja wieder. Jetzt Lust auf Trinken. Was machst du hier? Sperren Sie ein, Stefan. Holen wir die Funkstreife. Brechen wir die Tür auf. Sag mal, bist du verrückt worden? Sie ist freiwillig hier. Dazu haben wir gar kein Recht. Ich war oben. Sie macht die Tür nicht auf. Ich habe sie gehört. Sie kennen sicher den Geschmack von der jungen Dame. Danke. Ich bin völlig irritiert. Ich finde das falsch, dass du hier herumsitzt. Ich weiß, was du sagen willst. Er genießt es, dass ich hier bin. Das ist genau das, was er sich vorgestellt hat. Aber, Stefan, da läuft was ab. Ich habe wirklich Mühe gehabt, Ihre Frau zu bewegen, herunterzukommen und mit Ihnen zu reden. Das kannst du mir glauben. Agnes, gib mir ein paar Minuten. Allein. Ich habe dir gesagt, ich kann nicht zurück. Ich will nicht. Glaub mir. Bitte fahr nach Hause. Und mach dich nicht lächerlich. Agnes! Sie haben Ihre Frau geredet, das war's doch. Sie alles in Ordnung. Sie sind alle gewesen und Sie sind das nichts in Ordnung. Ruhe, Ruhe. Sei ruhig jetzt. Da mache ich ja ganz raus. Die flippen auch mal aus. Also, ja, das passiert. Sei jetzt. Komm. Ich bringe ihn ins Hotel. Bleibst du hier? Ja, weg. Sie haben doch gesehen, was da los war. Kennen Sie die Frau? Also, Sie sind doch angestellt hier. Da werden Sie auch wissen, wer die Frau ist. Sie wohnt bei Ihrem Chef. Und der Mann, der sich beinahe mit ihm geprügelt hat, ist Ihr Ehemann. Oder kennen Sie die Verhältnisse hier wirklich nicht? Ich kenne sie. Ich frage, wer Sie sind? Jemand, wenn das Ganze nicht gleichgültig ist. Ich kenne nur Leute, denen alles oder so ziemlich alles gleichgültig ist. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es Ihnen nicht gleichgültig ist, wenn ich noch etwas trinken möchte. So, also, jetzt versuch mal zu schlafen, ja? Bleib noch. Bitte, wenigstens ein paar Minuten. Na gut, ja. Gut. Entschuldige, Stefan, aber ich habe vorhin die Nerven verloren. So was ist mir noch nie passiert. Vergiss es. Aber, Stefan, ich liebe meine Frau. Und wir haben doch durchaus nicht nur Händchen gehalten. Ganz und gar nicht. Ich meine, das muss doch immer in ihr gewesen sein. Sie muss doch bei mir etwas vermisst haben, was sie jetzt bei ihm gefunden hat. Sexuell. Vielleicht hat sie gar nichts vermisst. Weil sie es nicht kannte? Könnte doch sein. Und jetzt kommt sie von ihm nicht mehr los, ja. Und dagegen kannst du nichts machen. Gar nichts. Zwei Männer, eine Frau. Ich bin der Verlierer. Ich könnte es ja verkraften, wenn es so wäre. Wenn es das wäre. Aber er benutzt seine Überlegenheit, um sich an mir zu rächen. Er macht sie fertig, um es mir heimzuzahlen.
Mir, verstehst du, mir? Weil ich ihn als Kripo-Beamter zu fassen bekam. Und zwar wegen ganz handfester Verbrechen. Und dagegen nichts machen kann. Gar nichts, wie du selbst sagst. Das will mir nicht in den Schädel. Das verstehe ich nicht. Bitte. Nee, ich trinke nichts. Ich bin zu müde, außerdem fahre ich nach Hause jetzt. Okay. Prost. Na, wieder auf den Geschmack gekommen? Ja. Wie man's nimmt. Und Simone, hat sie Ihnen gefallen? Ich glaub, die braucht man sich keine Sorgen zu machen. Braucht man nicht. Die sucht immer jemanden, der sie nach Hause fährt. Was Sie daraus machen, liegt bei Ihnen. Ihr ist es egal. Aber sie hat gerne jemanden, mit dem sie reden kann. Kann einfach nicht schlafen gehen. Ja, brauche ich etwa ein Taxi? Meine Damen und Herren, unser internationales Programm ist zu Ende. Leider müssen wir schließen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine angenehme Nacht. Wie auch immer. Ich habe ihr nicht deutlich genug gezeigt, dass ich sie liebe. Aber du weißt ja, wie das ist in dem Beruf. Die Arbeit hat mich aufgefressen. Und wofür? Um die Welt besser zu machen, als sie ist. Was uns nicht gelingt. Nie, Stefan. Nie gelingen wird. Gut. Also leg dich hin und schlaf dich aus. Ja? Gut. Wir werden schon eine Lösung finden. Stimmt. Ja. Das ist eine miese Bude. Ich weiß, aber... Ja. Aufgeräumte Zimmer nicht leiden. Das hier spricht meinem inneren Zustand. Ja. Ich bringe jetzt einen Kaffee. Hm? Sie mögen doch? Ja, gern. Wenn Ihnen das zu schlicht ist, dann nehmen wir einen Schuss Wodka. Genau, das machen wir. Der Wodka ist im Kühlschrank. Hm? Schauen Sie mal nach. An den Weißen hier? Aha. Klaue ich immer aus unserem Laden. Wie finden Sie den übrigens? Was, den Wodka oder den Laden? Den Laden. Nichts Besonderes. Ach, vielleicht haben Sie recht. Dann gibt es schon was Besonderes. Eben. Sagen Sie, wie lange sind Sie eigentlich schon in diesem Laden? Seit einem halben Jahr. Ich war vorher in Augsburg. In Augsburg? Aha. Geben Sie mir mal Feuer. Ich war Jahre in Augsburg. Erst Zigarettenmädchen, kurzem Röckchen und so. Oben auch nicht viel. Mhm. Dann war ich Bedienung. Dann war ich Tänzerin. Ganz passabel. Für Augsburg. Mhm. Ach so, und daher kennen Sie den Donut? Ja, er war der Chef. Ah ja. Mal eine Weile abwesend. Aber jetzt ist er ja wieder da. Hat den Laden übernommen. Gegeben hat es den immer schon. Ja. Suchen Sie mal irgendwo zwei Tassen. Unabgewaschen. Abgewaschene werden Sie nicht finden. Im Schlafzimmer. Ja, natürlich. Im Schlafzimmer. Ja. Ah ja, eine habe ich schon. Hier mal die Zeit. So. Abwaschen. Sie, der Mann, der sich mit Donat geschlagen hat, der kommt doch auch aus Augsburg. Er sitzt schon seit 4 Tagen da. Was verspricht er sich davon? Tja, das weiß ich nicht.
Soll die Frau doch laufen lassen. Ich glaube, das kann er nicht. Warum nicht? Er will sie nicht verlieren. Oh, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt lache. Das Weinen überlasse ich gern den anderen. Glaubst du, er kommt morgen wieder? Warum soll er nicht? Von mir aus. Lass ihn doch. Wenn es ihm Spaß macht. Sie sind schon munter. Also ich bin noch nicht ganz wach, ja? Sprechen Sie also langsam, weil Sie mir jetzt sagen wollen, warum Sie schon da sind. Es möchte Sie gern jemand sprechen. Was? Oh ja. Nee, darf ich dazu keine Lust haben? Ich wollte frühstücken. Wer können Sie ja dazu einladen? Ist mein Job, eingeladen zu werden. Sehr. Guten Morgen, bitte. Hoffen wir, dass es einer wird. Bin ich jetzt interessant für Sie? Ja, natürlich sind Sie das. Immerhin sind Sie in den Strafakten Ihres Chefs erwähnt. So, bin ich das. Ja. Er wurde außerdem verurteilt wegen Zuhälterei. Sind Sie jetzt scharf auf meine Lebensgeschichte? Nö. Nur soweit Sie Donald betrifft. Ich habe Ihnen doch gestern Abend erzählt, wie ich angefangen habe. Zigarettenmädchen, dann Bedienung, dann Tänzerin. Dann war seine Freundin. Wohnte bei ihm, schlief mit ihm. Ein halbes Jahr später habe ich ihm das Geld verdient. Ah, so wie er es wollte. Das für ihn am bequemsten war. Jemanden so weit zu kriegen, dafür braucht er seine Begabung. Und die hat er. Und nicht das geringste Gewissen. Das Wort kennt er gar nicht. Und die er jetzt in seinem Bett hat, die kriegt er auch so weit. Braucht er keine zwei Monate. Weil es ihm nämlich ein besonderes Vergnügen macht, dabei einen Zuschauer zu haben. Und zwar diesen idiotischen Ehemann. Hören Sie, gibt es überhaupt keine Chance, das, was da geschieht, zu verhindern? Sie wollen eine Frau zur Vernunft bringen, die ihren Verstand verloren hat. Hier ist Stefan. Ich wollte mal fragen, wie du den gestrigen Abend überstanden hast. Ah, Stefan. Wie spät ist denn jetzt? Es ist gleich 12. Bist du noch im Bett? Ja, ja, aber ich stehe gleich auf. Weißt du, ich dachte mir, wenn ich da vor ihrem Haus warte, dass ich da eine Chance habe. 12 Uhr, sagst du? Alpha, tu mir einen Gefallen, geh nicht dahin. Bitte, stell dich bitte nicht vor das Haus, ja? Alfred, ich schwör's dir, du machst dich nur zum Narren. Also keine Belehrung, bitte, ja? Stefan, ich kann doch gar nicht anders, Mensch. Hör zu, Alfred, ich geb dir einen guten Rat. Bist du noch da? Was mache ich mit dem? Ja, ist er dem Donut völlig ausgeliefert? Ja, und den kann niemand zur Rechenschaft ziehen. Jedenfalls nicht legal.
Er steht vorm Haus. Lass ihn doch stehen, irgendwann wird's ihm langweilig. Lass dich nicht irritieren. Heute Abend gehst du runter in die Bar. Ziehst du was Hübsches an? Tut dir sicher gut, mal nette Leute kennenzulernen. Hm? Wenn du nicht da bist, dann bin ich einsam. Wenn du nicht da bist, bringen Sie mir noch ein zweites Glas. Allein. Kommt sofort. Ja, ja. Er ist wieder da. Er regt mich auf. Warum schmeißt man den nicht raus? Warum denn? Er trinkt, er bezahlt. Er trinkt, er bezahlt. Weißt du, was mit dem los ist? Ich weiß es. Ah, gut, dass Sie kommen. Ja. Können Sie Ihrem Freund da nicht sagen, dass er abhauen soll? Wir wissen inzwischen alle, warum er da hockt. Donald erzählt es nämlich jedem. Er fängt schon an, sich über ihn lustig zu machen. So. Ah. Ja. Da ist noch ein Glas frei. Oh. Ich hab gewusst, dass du kommst. Okay. Wir wissen jetzt bedeutend mehr über diesen Donut. Tatsächlich? Ja. Das ist der Bleib ruhig, bleib ruhig. Er will dich nur provozieren. Was dann? Dann lass mich bitte gehen. Ich ertrage das nicht. Ja, aber selbstverständlich, wenn du es nicht ertragen kannst. Komm. Kann sein, er schafft es. Also für mich hat der Typ nicht alle Tassen im Schrank. Er sollte aufstehen, weggehen und die Frau vergessen, die einzige Chance, die er hat. Stellen Sie mir noch was zu trinken? Das verliere auch ich noch meinen Verstand. Das bisschen, das noch da ist, das will ich gern behalten. Stammgäste werden besonders herzlich begrüßt. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Wann immer Sie wollen. Jetzt. Ja. Schießen wir mal los. Bitte. Was? Nein, danke. Ich möchte Sie um etwas bitten. Die Polizei bitte. Ach, die Polizei. Kommen Sie mit der Polizei. Ich bin privat hier, das wissen Sie ganz genau. Hören Sie, lassen Sie die Frau gehen. Sie kann jederzeit tun und lassen, was sie will. Es war ihr freier Wille, mit mir zu kommen. Es ist ihr freier Wille, hier zu bleiben. Aber Sie wollen auch gar nichts von ihr. Nur mal ruhig. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir beide genau wissen, was hier läuft, ja? So? Was läuft denn hier? Das ist ein Rachefeldzug, nicht wahr? Da hat sie einer geschnappt in Augsburg. Der hat sie eingelocht, sie saßen im Gefängnis. Jetzt sitzt er jeden Abend hier bei Ihnen in der Kneipe, lässt sich volllaufen, ist besoffen, hilflos, erbärmlich. Hilflos? Ich habe Herrn Mann ganz anders in Erinnerung. Ja, Sie wollten ihn demütigen. Sie haben ihn doch gedemütigt. Jetzt lassen Sie es genug sein, ja? Schicken Sie seine Frau nach Hause, tun Sie mir den Gefallen. Die weiß doch nicht einmal, was sie hier tut. Das ist interessant. Wenn jemand etwas tut, was ihn nicht in den Kram passt, weiß er nicht, was er tut. Agnes Heckel weiß ja wohl, was sie tut. Es macht ihr sogar Spaß. Sie macht es nur, weil es ihr Spaß macht. Was wollen Sie eigentlich? Dass die Menschen so sind, wie Sie sie gern hätten? Sie sind nicht so. Sie wollen eben ihren Spaß haben. Lieben, huren, fressen, saufen. Jeder der Größte, der Schönste, der Stärkste. Wer nicht mitmacht, kommt unter die Räder. So sieht es aus. Das ist die Wahrheit, die Realität. Die können Sie doch nicht wegträumen. Von mir aus kann der Idiot jeden Abend da sitzen. Und ich werde ihm auch seine Frau vorführen. So, wie sie wirklich ist. Und jetzt gehen Sie zu ihm. Und sagen Sie ihm das.
Ich habe schon gezahlt, dann gehen wir. Wohin denn? Ich bleib hier, bis du Schluss machst. Tu mir gefallen, jetzt mach keinen Trouble. Komm, steh auf. Sei lieb, komm, komm, komm. Sag doch der Kleinen da, wie heißt sie, Simone? Mhm. Sag ihr, ich warte in einer Stunde auf sie draußen. Und ich möchte nicht, dass wir zusammen gesehen werden. Okay. Gut, komm. Stefan, Stefan. Ihretwegen oder wegen Ihrem Freund? Genauer gesagt, wegen der Frau meines Kollegen Heckel. Das wird ja immer toller. Ja. Ja, und? Wohin gehen wir jetzt? Trotzdem zu mir? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben, gern. Kaffee muss ja eingeschlagen haben wie eine Bombe. Kriegen Sie keinen Schreck, wenn Sie meine Bude sehen. Also, Kaffee, Wodka. Gern, ja. Mögen Sie den Heckel? Heißt eine Flasche. Aha. Aber irgendwie ist man das nicht gewohnt, dass ein Mann einer Frau hinterher weint. Bei mir war das immer umgekehrt. Dass ich Schluss gemacht habe. Endgültig? Suchen Sie nur nicht nach Resten, ja. Holen Sie lieber den Wodka aus dem Kühlschrank. Ja, gern. Moment. Wo ist denn der? Mit Ihnen möchte ich mal eine Haussuchung erleben. Ja, bitte nicht bei Ihnen. Da. Da? Kopf zermartert, wie Sie Ihrem Freund helfen können. Und? Was ist Ihnen eingefallen? Ja. Sprechen Sie doch mal mit Frau Heckel. Sagen Sie ihr, was Sie hier erwartet. Sie wissen das doch, ne? Oh Mann. Mhm. Wo leben Sie eigentlich, ha? Eine Frau, die einem Mann hörig ist, der kann Sie gar nichts sagen. Nein. Ja? Die glaubt Ihnen kein Wort. Gut, ja, dann mache ich einen anderen Vorschlag. Sprechen Sie mit Donat. Donat. Ja, bringen Sie ihn dazu, die Wahrheit zu sagen. Welche Wahrheit? Was er mit ihr vorhat, warum er sie mitgenommen hat. Ich meine, Gefühle, echte, aufrichtige Gefühle können ja wohl nicht im Spiel sein. Bringen Sie ihn dazu, das zu sagen, und zwar laut zu sagen. Dass er sich damit brüstet, dass er sich dessen rühmt, dass er angibt. Ne? Warum? Ja, dann werde ich dafür sorgen, dass Frau Hecke sich das alles mit anhört. Unbemerkt. Unbemerkt. Und wo soll das alles stattfinden? Im Büro. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Scheißspiel eine Rolle kriege. Ah, gut. Gut, dann spiele ich die Rolle auch. Aber so, wie ich es für richtig halte. Ja? Behalte ich mir vor. Was machst du denn hier? Ja, was mache ich? Das frage ich mich selbst. Gib mir einen Drink. Und das Haustelefon.
Haustelefon? Also, er ist doch oben, oder? Ich denke, er ist oben. Erstmal den Drink. Ich bleib hier stehen. So. Na, also gut, wenn es sein muss, aber du versprichst mir, dass du da stehen bleibst. Ich versprich's dir. Gut. Wälder und immer wieder Seen. So sah es hier noch vor 8 Jahren aus. Ja? Riesige Flächen unberührter Natur. Was willst du? Ich bin hier unten in der Bar. Ich hätte gern was mit dir besprochen. Aber was willst du mit mir besprechen? Hat es nicht Zeit? Nein. Es ist eine Sache von Minuten. Na gut, ich komme runter. Das ist die Bar. Ich muss mal runter. Was ist los? Ich hab dir doch gesagt, ich habe was zu besprechen mit dir. Gehen wir nach hinten ins Büro. Wer ist da? Hier ist Derek. Machen Sie bitte die Tür auf. Sind Sie allein? Ich bin allein, ja. Kommen Sie bitte mit runter. Ich möchte auf keinen Fall mit meinem Mann sprechen. Der Mann ist nicht da, er steht draußen, vor dem Haus, am Brunnen steht er. Ich verspreche ihm, er wird nicht reinkommen, klar? Na nun, was läuft denn hier? Verschließen Sie die Tür. Niemand reinkommt. Was? Was ist denn los? Da komm raus mit der Sprache. Ich möchte über Agnes Heckel mit dir sprechen. Wie bitte? Mischst du dich in meine Privatangelegenheiten? Genau das will ich. Warum willst du diese Frau zugrunde richten? Sag mal, bist du besoffen? Ich höre wohl nicht richtig. Du hörst dir recht. Ich frage dich, warum willst du diese Frau zugrunde richten? Weil ich meinen Spaß an diesem idiotischen Ehemann haben will. Du liebst Agnes Heckel also nicht? Ja, du hast in deinem ganzen Leben noch nie jemanden geliebt. Und du wirst auch nie jemanden lieben. Du zerstörst Menschen. Mich hast du kaputt gemacht! Und du wirst auch diese Frau kaputt machen! Weil du nichts anderes kannst! Du miese Ratte! Abfahren! Die Tür aufmachen! Los! Was
Was hier? Ah, gut, 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 gut. Du bist auch nur eine verdammte Hure. Aber mehr Spaß hat mir dein Mann gemacht. Hat er mich schlimm zugerichtet? Ja. Schöner sind sie nicht geworden. Ach, viele hat er nicht zu verderben. Ach. Ich habe eine Frage an Sie. Ach. Wer hat die Tür abgeschlossen? Die Tür habe ich abgeschlossen. Müssen Sie mir glauben. Reden allein hätte nichts genützt. Ich musste ihr zeigen, was sie erwartet. Oh ja. Übernehmen Sie sich nicht. Your left side, I kiss your right side.